Ich gucke aus dem Fenster. Nebel. Schnee. Ich weiß nicht, wo es mich hinführt. Ich bin ganz allein auf dem Planeten. Anscheinend wurde hier viel gebaut. Hier hat sich jemand echt viel Mühe gegeben. Doch wer ist es? Werden wir ihn treffen? Ich durchsuche die kalten, nassen Mauern. Der Wand. Des Flures, die in einen Raum führen. Ich steige Treppen hinunter, die aus purem Stein geformt wurden. Zwei Creeper, einen ekelhaften Motherfucker und einen Pedobär riechen mir an meinem Hinterteil. Ich finde es sehr, sehr widerlich, aber man kann nichts dagegen machen. Ich sehe die Items des Verstorbenen und ziehe mir erstmal seine Box an. Dann klaue ich alle seine Sachen und suche den Creeper, der ihn umgebracht hat. Aber kann ja gar nicht sein, weil er tot ist. Komm her, Creeper. So, blöde kleine Schlampe. So muss man einfach sagen. Es kann doch nicht wahr sein, schon wieder tot. Meine Fresse. Willst du nur in Ruhe bauen, kommt so ein kleiner Fettklops von der Seite und klopst dich einfach weg. Dagegen kannst du nicht mal was tun, weißt du, du bist einfach total machtlos. Und dann, bam, weg. Einfach weg, Junge. Okay, das alles jetzt noch aushöhlen. Oh, wow, wow. Ja, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall nach was Gutem aussehen, wenn ich das fertig habe. Ich meine, wir brauchen noch einige... Ja, noch einige Blöcke Wolle. Und was brauchen wir noch? Ich wollte das ja auch eher so dunkel beleuchten. Eventuell mit Glowstone am Thron oder so, dass der Thron halt hervorsticht. Sand brauchen wir und eine Menge Lava. Ich glaube nur drei Blöcke und dann kannst du ja diesen unendlichen Mod-Hack-Crack-Glitch machen. Mod-Hack-Crack-Glitch. Boah, sag das mal hintereinander. Mod-Hack... Ich hatte irgendwas anderes noch. Mod-Hack-Crack-Glitch. Mod-Hack-Crack-Glitch. Oh yeah. Sprachkünstler ist da. Jetzt weiß ich aber, ich habe jetzt vier verschiedene Videodateien wieder. Weil ich natürlich hier und da mal einen Cut setzen wollte. Und jetzt gerade eben musste ich gerade noch was Privates kurz machen, was sich nicht vermeiden lässt. Oder vermeiden ließe. Jetzt habe ich wieder vier Videoschnipseln. Und muss wieder jede Menge schnippeln. Ich muss die Schere schwingen, damit das Video heute wieder rauskommt. Ich mache ja immer so jeden zweiten Tag, für die Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Wie gesagt, immer jeden zweiten Tag. Das ist halt immer auch besser für mich, weil wenn ich von der Schule komme, ist das dann ziemlich anstrengend, jedes Mal ein Video zu machen, das zu schneiden, sich Ideen für das Video auszudenken. Dann die Bildbearbeitung zu machen, natürlich kann das der Überprofi in 10 Sekunden, ist natürlich klar, aber da ich kein Überprofi bin, denke ich mal, dass das ein bisschen in Ordnung sein muss. Deswegen mache ich dann an einem Tag, wo dann wirklich kein Video kommt, nehme ich schon mal auf und schnippel das dann am Hochladetag sozusagen, am Upload-Day, lade ich das dann hoch und habe halt, wie gesagt, immer noch was zu tun jeden Tag. Und die Videos werden von der Qualität natürlich auch besser. Das ist eigentlich immer so mein Ziel, immer mehr Qualität, mehr besseres Gameplay. Weißt du, ich meine, man steigert sich ja auch immer. Wenn du dich nicht steigerst, dann wäre es ja auch langweilig. Ganz ehrlich, stell mal vor, du hast deinen YouTube-Kanal, lädst dein Video hoch, 3 Millionen Aufrufe, so. 3 Millionen Aufrufe. Denkst du dir, oh mein Gott, ich bin der geborene YouTuber, ne? Ist natürlich klar, das Ego geht ein bisschen nach oben, aber dennoch ist es total langweilig, wenn du wirklich bei jedem Video unnormal viele Klicks hast. Natürlich ist das super, will ich ja gar nicht bestreiten, das ist unglaublich, unfassbar geil. Aber wenn dir das so zugeflogen kommt, naja, ich könnte damit, glaube ich, nicht klarkommen. Also wenn ich direkt oder von einem gepusht werde, wie jetzt zum Beispiel mit Dagi, stell mal vor, ich hätte jetzt auch 100.000 Abonnenten, 200.000 Views, dann hast du aber nichts geschafft. Der andere, der hat dich supportet und du hast es einfach nicht hingekriegt, so. Und das ist einfach, das ist halt kacke, so. Wenn du das... Ich meine, jeder hat sein anderes
Natürlich wird man hier und da mal ein bisschen gepusht, das ist auch super. Aber komplett gepusht werden ist gar nichts für mich. Also, da würde ich auch ehrlich gesagt echt nein sagen. Wenn mich jemand fragt, so, yo, willst du 3 Milliarden Abonnenten haben, so? Naja, sag ich, brauche ich nicht. Weißt du, ich mache das ja aus Spaß und nicht aus Abgeilheit. Weißt du, ich bin zwar geil, aber nicht auf Abos. So. Also, das macht eben die Sache aus zwischen Leuten, denen das Spaß macht und Leuten, die es einfach nicht mögen. Ich meine, man hat immer Tage, wo man sich denkt, so, ach, jetzt aufnehmen, gar keinen Bock. So, aber das ist normal, ganz ehrlich, das ist menschlich, dass man darauf manchmal keine Lust hat oder generell bei allem, Beruf, Job, Freundin, Autos, weiß ich doch nicht. Manchmal ist das einfach so. Aber dann kommen auch wieder bessere Zeiten, jetzt zum Beispiel wieder Zeiten, wo du so unnormal Bock darauf hast und dann kommen auch wieder ein paar Videos oder keine Ahnung, wie gesagt, das ist ja auch im Alltag bei euch. Das ist auf jeden Fall immer heftig, also wenn du dir das immer mal bedenkst, wenn du das immer im Hinterkopf hältst. So, jetzt habe ich aber auch schon wieder ekelhaft viel gequatscht. Und ja, wir sind eigentlich... Wow. Ah, meine Fresse, ich habe immer so Schiss, dass ich in meine Lava falle. Das macht einen fertig, Leute. Das macht wirklich einen fertig. Warte, dann nehme ich jetzt mal die Cobblestones hier weg und nehme mal den Dings mit Scheiß auf den Faden. Wer ist der, die das Faden? Ich kenne ihn nicht. Vielleicht ein netter, ich weiß es ja nicht. Ich hoffe, ihr seht jetzt was. Jetzt muss ich natürlich wieder mit der Helligkeit ein bisschen rumspielen, weil jetzt weiß ich mich auch wieder nicht, wie das mit der Helligkeit aussieht. Ob ich das jetzt heller machen muss oder nicht. Ah, halt doch die Fresse, Mann. Wo bist du? Wow. Hier ist irgendwo ein Creeper. Oder irgendein Zombie. Oh, und ich liebe meine Tastatur, Leute. Meine Tastatur ist echt geil. Muss man einfach so sagen. Ich finde die echt super. Also mit den LED-Dingern daran. Und die Tasten, die fühlen sich göttlich an. Die fühlen sich göttlich an. Man brauchte ehrlich, muss ich ehrlich zugeben, man brauchte echt seine Zeit, um sich daran zu gewöhnen, an die Tasten. Weil ich habe ja auch vorher nur so eine Billo-Tastatur gehabt, weißt du? Da habe ich, wie viel habe ich dafür bezahlt? 20 Euro oder so. Weißt du, aber jetzt kannst du, ja, ich meine, kommt halt immer drauf an, ne? Wenn du jetzt Spaß an sowas hast, dann würde ich dir empfehlen, wenn du jetzt keiner bist, der so gerne Dings mit dem PC arbeitet und sich gar nicht so gut in Informatik auskennt, ist eigentlich nur für die Farben willen. Und dass man halt sein Handbein vorne ablegen kann, da ist nämlich noch so eine Ablegscheibe, das ist auch noch ziemlich geil. Aber sonst ist echt kein Muss. Ich habe gebratenen Lachs, das ist geil. So, ich gucke diese Fackel an und esse dabei meinen richtig geil gegrillten Lachs. Oh, schon wieder Fussel im Mund. Das sind immer so ganze Ballen. Ich fühle mich mal wie so eine Katze. Okay, ich nehme jetzt schon wieder viel zu auf. Ich überlege, das wieder in 2 Parts zu schneiden. Wenn euch das gefällt, Leute, lasst dann einfach mal ein Like da. Dann weiß ich Bescheid, dann nehme ich nämlich jedes Mal am selben Tag, am Upload-Day, nehme ich dann immer eine Doppelfolge auf und dann kann ich die dann übermorgen wieder hochladen. Dann ist das wieder mit der Einführungsphase nicht so, weißt du, ein bisschen wieder Dreck drin. Ist eure Entscheidung, wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like, dann weiß ich Bescheid. Und wir sind immer noch dabei. Jetzt habe ich schon so viel geredet, ich habe mir schon einiges aus dem Kopf gedrückt und wir sind immer noch dabei, diesen Scheiß... Ja, Raum auszuhöhlen. Aber Kohle ist gut, dass hier jetzt auch noch ein bisschen Kohle ist. Ja, okay, die Decke muss ich natürlich noch komplett rausreißen. Aber ich meine, eine Decke ist... Die Ebene macht es jetzt dann auch nicht mehr bei der Menge. Wenn du jetzt so viel schon abgebaut hast, dann macht es das bisschen echt nicht. Denkst du so, ja, mache ich das auch mal noch schnell. Ich meine, ich hab jetzt auch eigentlich heute gedacht, so, ja, nimmst du heute ein Video auf, eine Folge, und dann schnippelst du das heute noch, und dann lädst du das hoch, weil du gestern wieder eine faule Sau warst. So. Aber, dem war da nicht so, sondern, dann habe ich, also, jetzt zum Beispiel nehme ich auch wieder eine Doppelfolge auf. Ich bin jetzt schon bei, lass mich jetzt mal grob schätzen, 10, 20, ich habe über mir eine Uhr, deswegen höre ich gerade auf zu spielen, 10, 20, 30... 35 Minuten sollte eigentlich Videomaterial da sein, ist es aber bestimmt nicht. Es sind ungefähr so 30 Minuten, die ich bis jetzt schon aufgenommen habe. Aber manchmal verfängst du dich da auch voll drin. Jetzt zum Beispiel auch, höre ich jetzt auch nicht auf, weil ich irgendwie
Ja, keine Ahnung, man hört einfach nicht auf, wenn man mitten im Flow ist. Weißt du, wenn du... Ah, wie sagte man das nochmal? Wenn du einen Lauf hast, pinkelst du dir lieber in die Hose. So, das war jetzt auf Spielotheken oder sowas zu bezogen. Wenn du da einen Lauf hast, machst du dir in die Hose und dann machst du einfach weiter, weil du einfach gerade so einen Lauf hast. Und da ich sowieso eigentlich so eher so ein der schüchterne Typ bin, ist echt so, glaubt man nicht, aber ist wirklich so. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Scheiße. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, ich habe einen Faden verloren. Aber ich finde den Faden jetzt auch nicht wieder. Hat die Katze geklaut. Naja, wir sind jetzt auch gleich fertig. Guckt ihr euch mal die Punkte da an. Mein Gott, auf der Minimap. So viele Punkte. Das ist, jeder Punkt steht für ein Item, was hier auf dem Boden liegt. Also haben wir da auf jeden Fall noch ein bisschen Stein. Ja, komm, dann mache ich den Raum jetzt hier auch noch fertig. Beziehungsweise die Decke, glaube ich, mache ich noch. Kommt halt immer drauf an, wie das mit der Zeit ist. Weil, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ich habe jetzt 50 Minuten aufgenommen und eine Folge geht ja normalerweise immer so 24 Minuten, 24, 20 Minuten, sagst du mal 25 Minuten, ja, es ist halt immer so knapp über 20, ist bei mir eigentlich immer so das Limit. Es muss auf jeden Fall über 20 Minuten sein, dann, sonst lohnt sich das nicht. So, und dann, ja, jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren, das gibt es doch nicht! Auf jeden Fall irgendwie, warte mal, wo waren wir jetzt dran? Wir waren beim Faden verlieren. Da habe ich mich darüber aufgeregt. Und dann über Aufnahmezeiten, genau. Aufnahmezeiten waren wir. Oh yeah, ich habe den Faden wiedergefunden, ich bin gut. Jetzt verlieren nicht, sondern rede weiter, Mensch! Ja gut, chill mal dein Herz. Auf jeden Fall, wenn du jetzt zum Beispiel dann, keine Ahnung, eine Stunde, 10 Minuten aufnimmst, denkst dir, cool, schneidest du das und dann merkst du irgendwie, keine Ahnung. Lass es einfach mal, du schneidest ein paar Sachen raus und dann hast du deine zwei Parts, jeweils 24 Minuten. Kannst du natürlich noch würgen und hängen, dass du da jetzt irgendwie noch die Minutenanzahl irgendwo hinzufügst. Ist natürlich logisch, aber was ist, wenn du beide Videos schon bearbeitet hast, schon gerendert, fertig. Und dann bleiben dir da jetzt noch 3 oder 4 Minuten. Das ist immer total kacke, weil danach steigst du dann wieder ein. Das kennt ihr bestimmt von den Gronkh-Videos. Der hat das so oft gemacht, dass er mit einem Video aufgehört hat und dann nochmal komplett die neue Begrüßung hatte. Das war auch ein bisschen kurios und auch verwirrend. Und das will ich halt nicht. Ne? Das will ich halt nicht. Dieses Verwirrende ist blöd. Ich werde nicht gerne verwirrt. Okay, jetzt noch die Ebene. Jetzt machen wir noch die Fußebene und die Deckenebene. Und dann haben wir, Leute, dann haben wir den Raum. Vielleicht, ich habe mir jetzt gerade überlegt, vielleicht gehst du noch 2 nach außen. Um zu zeigen, um zu symbolisieren, der Raum, der ist was Größeres. Weißt du, das ist jetzt kein ellenlanger Flur, sondern der mündet in einem großen Saal. Weißt du, was ich meine? Wenn ja, dann ist gut. Wenn nicht, dann bring dich um. Nein, mach das nicht, sondern like erst das Video. Dann bring dich auch das nicht. Sondern auch noch einen Kommentar schreiben und ein Abo da lassen. Dann auch dann nicht. Ach, keine Ahnung, dann bestellst du mir erstmal einen Döner. So. Habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich, ne? Im Livestream Döner bestellt. Müsste ich auch mal machen. Döner Day. Dann bestelle ich mir im Livestream einfach einen Döner und verarsche die Leute da irgendwie. Kann man ja auch noch machen. Einfach so eine neue Rubrik. Verarsch den Pizzalieferanten. .de. Weißt du? Du rufst einfach an, so einmal 130 Pizzen an die Antoniusstraße 93. Und da habe ich jetzt so viel. Also, wie gesagt, ich bin ja eher so der Typ, der jetzt nicht so gerne und viel redet. Und dennoch mache ich keine Ahnung warum, ne? Schlag mich tot, ich spiele einfach gerne Spiele. Damit kann man sowas entschuldigen. Spaß. Nein, ich liebe YouTube. Auf jeden Fall quatsche ich dennoch ziemlich viel, wenn ich einmal dran bin. Ich philosophiere auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft darüber. Oder generell über alles. Ich philosophiere über alles. Jetzt ist die Frage, wie machen wir den Boden? Bleibt der Boden gleich? Oder ändert sich da was? Der Boden wäre hier gleich. Was wäre, wenn ich jetzt hier... Warte mal, habe ich... Dorit, Andesit, Dorit.
Meine Fresse, und den Stein habe ich natürlich in die Scheißkiste gelegt. Das gibt es doch nicht. Jetzt muss ich wieder die ganze Scheiße brutzeln. Hier, nimm mal das noch. Ich brauche unbedingt noch mal einen goldenen Ofen. Goldene Öfen sind geil. Und dann überlege ich... Aber ich meine, Cobblestone wäre zu viel. Cobblestone wäre echt zu viel. Vielleicht... Wie wäre es denn? Einfach mit... Boah, mit Stämmen wäre aber heftig. Man könnte das ja einfach mal so umranden. Pass auf. Du umrandest das einfach. Mit Stämmen. Dann hast du schon mal einen Rahmen. Weißt du, was ich meine? Schon mal was Besonderes. Ich meine, das sind Stämme. Weißt du? So. Dann geht's natürlich hoch. Das ist alles natürlich logisch. Lass mich mal kurz was ausprobieren. Boah, ich hab Hunger. Warte mal. Mach ich den weg? Kann ich den hinsetzen? Darauf den. Mach ich den weg? Den hinsetzen? Den rüber. Okay. Dann mit Andesit, was grünlich wirkt, ein bisschen vergammelt. Was, wie sieht's mit Dorit aus? Ah, sieht mir zu sehr pixelig aus, weißt du, das hat kein Flame. Oder ich mache halt wirklich hier noch Holz rein, aber dann habe ich halt hinten noch die Endung. Das würde auch noch fit gehen. Warte mal, ich mache mir erstmal hier ein bisschen den hier rein, ja so. Und dann nehme ich mir erstmal das Eisen mit. Gutes Eisen, lecker Eisen. Eisen ist immer gut. Also von Eisen kannst du auch nie zu viel haben. Ich hatte früher von Gold ziemlich viele, habe ich dann goldene Blöcke gebaut und die dann. Ach, ich glaube, das war das Bauernhaus. Habe ich dann vor das Bauernhaus gebaut. Das sah auch ziemlich cool aus. Also da habe ich dann eine ganze Pyramide gebaut. Oben war dann noch ein Diamantblock. Die habe ich alle gefunden, die Sachen. Diamantblöcke. Und was war da noch? Da war noch irgendein Block. Ja, Goldblock, Eisenblock. Und ich habe... Nee, drei Diamantblöcke. Und ein Smaragdblock sogar. Und die habe ich dann alle voreinander gebaut. Das sah auch ziemlich cool aus. Ich hatte nur halt nicht so viele, um... Es gibt ja auch irgendwie, warte mal, das ist, ich weiß nicht, wie das geht, aber du baust halt so eine Pyramide aus diesen Items und dann hast du irgendwie spezielle Fähigkeiten. So, das würde ich auch noch feiern, aber dafür hatte ich echt zu wenig Stoff. Oh, er hat Stoff gesagt, Drogenabhängiger, halt's Maul. Ne, weißt ja, wie sowas läuft. Boah, guck mal, wie viel Bretter, wie viel Stämme ich verballert habe. Ich verballer ja mehr Stämme. Ja, okay. Nein, der Vergleich war nicht gut. Nein, lass ich mal lieber. Bin ich jetzt mal gespannt, wie das ausschaut. Wie schaut's aus? Sag doch mal. Ja, kannst du auf jeden Fall so lassen. Wenn du jetzt hier noch die Decke abreißt. Ach, die Decke mache ich aber heute nicht mehr. Nee, auch nix. Und dann kommt hier natürlich noch die Lava rein. Jetzt muss ich nochmal gucken. Hier siehst du die... Warte mal. Ist falsch. Nee. So. So. Den. So war's. Für die Leute, die den Unterschied jetzt wirklich rausgehört haben, Respekt. Habe ich selber nicht mal. Halbwegs nur. Ich hab wieder immer so viel Kram hier drin. Geh doch weg, du scheiß Dorit! Alter, ich nehm schon fast eine Stunde auf. Das fühlt sich an wie ein paar Minütchen nur. 20. Das reicht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mir fehlen wirklich 2 Blöcke. Nee, 4. Nee, 2 Blöcke. Ach, lutsch mich! Okay, holen wir jetzt Sand, Leute. Wir holen jetzt Sand und auch noch ein Portionchen Lava. Ja, ich sage ein Portionchen. Wir haben ja nicht mehr einen Topf. Da ist unser Töpfchen. Man kann auch wirklich an fast jedes Wort ein Chen hinten dran hängen. Töpfchen, Fäckelchen, Schnauzezompchen. Okay, Zombiechen. Naja, das hört sich kacke an. Aber sonst geht eigentlich fit.
Hier müsste ich auch noch irgendwas reinmachen. Ich weiß aber noch nicht was. Wow, Sonne! Na, Hühnchen, was geht denn bei dir? Nix? Nee, ne? Bei dir läuft er. Aua! Okay, das hat ziemlich weh getan. Ich brauche Sand. Ich brauche... Ach, ich liebe das Wasser, ne? Ich liebe das Wasser in diesen Shader Packs. Ich finde das so geil. Hier ist da bestimmt nichts. Nee. Lava findest du hier auch nicht. Das ist total kappes. Aber wenigstens Sand. Weißt du, wenigstens haben wir ein bisschen Sand. Ja, aber ich suche auf jeden Fall noch nach Lava. Und dann mache ich mir... Habe ich dann... Nee, ich habe... Doch, ich habe Eisen dabei. Dann würde ich mir im Notfall wirklich noch ein Dings bauen. Eine Workbench. Huch. Damit ich dann mir noch einen Eimer holen kann. Wenn es jetzt dazu kommen würde. Was bestimmt nicht sein wird. Hier ist wieder frei. Immer dieses Außenrum bauen. Weil man einfach keinen Bock auf das scheiß Wasser hat. Okay, es wird Nacht. Habe ich überhaupt die Zombies an? Natürlich habe ich die Zombies an. Ich habe die auf schwer... Sag mal, bist du denn bescheuert? Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen verscheppert. Das Ding ist, es wird jetzt dunkel. Da kann man eigentlich gut Lava erkennen, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um meinen Arsch, wortwörtlich gesagt. Meinen Arsch. Hexe. Du Hexe! Weg mit dir! Hehe. Scheiße. Okay. Jetzt suchen wir Lava, Leute. Suchen wir Lava, Leute. Stell mal vor, es gibt Lava-Menschen. Achso, Lava-Leute dann eben. Ach man, wo ist denn hier? Boah, der Mond, der scheint aber heftig. Heftig hell. Und du hast halt kein Licht, wenn du die Fackel in der Hand hältst. Das ist echt kacke. Aber ich meine, man kommt damit jetzt auch klein. Ich glaube, in einem Shader geht das. Oder auch in mehreren. Es geht auf jeden Fall in so Shadern. Weg die Storm. Boah, was bist du denn da? Ist das ein Polarstern? Wäre das möglich, Leute? Oder kann natürlich noch die Sonne sein, die jetzt gerade noch runtergeht. Den restlichen Fetzen mit sich zieht. Aber du siehst auch nichts auf deiner Map. Das ist eigentlich... Ja, deswegen hätte ich mal die Map benutzt. Na, Spinne? Ja, du hast mir nichts getan, aber du bist eine Spinne. Das ist okay, das reicht. Das ist schlimm, ich weiß, aber... Diskriminierung? Ja, alles klar. Ich nehme das gerne in Kauf. Werf's mir in meinen Toilettenkummerkasten. Ganz ehrlich. Hashtag Prison Break. Wer ganz genau weiß, wovon ich rede. Oh mein Gott, den Typ feiere ich. Den werde ich beim nächsten Mal im Video erwähnen. Meine Fresse, immer noch kein Lava. Ich finde auch nichts auf der scheiß Map. Ich verlaufe mich gleich. Aber ein Glück habe ich ja noch mein Death Point. Naja, ein Glück. Naja, ist relativ, ne? Ein Glück. Oh Mann, Skelette sind wirklich abgefuckt, Leute. Ich habe mein Schwert weggeworfen. Ach ja, schieß mir in den Kopf! Nur weil du kein Hirn hast. Ja, Mann. Einmal in den... Wo hat er mir reingeschossen? Ah, okay, in die Seite und einmal voll ins Gesicht. Pickel ausgeschossen. Die chillen immer noch unter den Bäumen, Mann. Geh doch weg! Da hinten ist Lava. The floor is lava! Oder auch... alles klar, du bist halt gekriegt. Das ist echt abgefuckt. Besonders mit so einem Bogenschützen, der trifft eigentlich immer. Schnauze jetzt, so, jetzt ist echt gut. Du auch, ich will kein Wort mehr von dir hören. Drei Fäden habe ich, ja, okay. Ich wollte schon sagen, hätte ich den Faden jetzt nicht eingesammelt. Ich meine, die brauchen wir alles, das brauchen wir alles noch für die Gemälde. Und wir brauchen viele Gemälde. Weil ich meine, das ist ein Königssaal. Das muss alles vor Ego protzen. Oh, geil. Ich baue mir noch eine Workbench. Hätte ich den Pfeil nicht im Gesicht, Mann. Der stört voll. Boah, noch eine. Ne, in der Schulter ist der.
Genau, werf den Lava-Pot weg. Das Lustige ist ja, dass das einfach aus Holz ist. Obwohl ich nur Eisen dafür nutze. Ich meine, wenn da nur ein bisschen, dann wäre okay. Aber sonst. Ich will jetzt erstmal was ausprobieren. 1, 2, 3. Ah! Oh mein Gott, du glaubst gar nicht, wie ich mich erschreckt habe. Geh weg! Geh weg! Ja! Und jetzt gucken wir mal. Nee, du brauchst wirklich so viel. Scheiße. Oh Mann, jetzt kann ich mir noch einen Ofen bauen. Nur weil das nicht mehr geht. Geh weg, du Busch. Und dafür brauche ich Kohle, die ich natürlich nicht habe. Und deswegen... Ach, scheiße. Halt bloß die Fresse, ich will nichts von dir hören. Ja, ich habe nicht mal irgendeinen Ort, wo ich Kohle herkriege. Ich könnte natürlich Holzkohle herstellen, aber die ist natürlich nicht so effizient und so aktiv wie natürlich die ganz normale Steinkohle. Und ich habe... Oh oh. Oh oh, ich muss zurück. Oh oh, Leute. Oh, ach du Scheiße. Ich muss sowas von zurück. Oh, da ich suche mir jetzt irgendwas. Aber ich finde ja nichts. Oh, das ist jetzt. Das kann einen echt abfacken jetzt. Okay, ja, Holz rein. Kann was willst du anderes machen? Holz rein! Gönne ich mir jetzt hier das Holz. Ich glaube, sogar Stämme brennen. No! Eine Höhle. Okay, pass auf, Leute. Ich mache mir jetzt erstmal einen Wegpunkt. Wegpunkt, aus der Schlucht. Ja, für die ganzen kleinen Rabauken. Schlucht. Groß geschrieben, meinetwegen. Dunkelrot, passt immer. Jetzt aus der Schlucht. Gut. Ich würde es. Ja, aber das Ding ist, wir haben kein Essen. Wir brauchen unbedingt Futter. Ohne Futter gehen wir hier vors Kutter. Ach, jetzt komm, halt die Schnauze endlich. Ja, gut, meinetwegen. Essen. Ja, Leute. Ich meine, wir warten eigentlich immer noch auf den Morgen. 5. Boah, wir brauchen alles. Wir brauchen alles. Was ist das eigentlich? Schalte Magnetmodus an. Was ist denn der Magnetmodus? Na komm. Mond, geh unter. Ich brauche unnormal viel Platz im Inventar. Weil ich muss ja die ganze Scheiße noch bauen. Okay, warte mal. Das tue ich weg. Das kommt rein. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Und jetzt bauen wir uns erstmal die Bottiche. Ja, und den einen Eisen kann ich jetzt auch... Das eine Eisen kann ich jetzt... Nicht sein! Leck mich an meinen gestreiften und gefiederten! Ah! Ich hasse Creeper! Leck mich am Arsch! Ist das zum Kotzen! Super, wieder fliegt hier wieder alles rum wie bei Hempels unterm Sofa. Boah, ich muss jetzt die ganzen Sachen hier noch versuchen zu retten. Mann, das gibt es doch nicht! Ich hasse Lava so abgrundtief, es ist so zum Kotzen!
Mach jetzt Hände, du Scheiß! Super! Wuhu! Jawoll! So was will man noch sehen! Da hast du doch direkt Bock auf Suizid, Mann! Oh. Ja, ich höre mich an.